Die Japaner blasen zum Angriff in der beliebten und heiß umkämpften Kompaktklasse. Und dieser Verso hat das Zeug, im Wettbewerb gegen Touran, Zafira und Co. die Nase doch weit vorne zu haben. 50.000 Einheiten sind das angestrebte Ziel, also rund 5% Marktanteil. Ob so viele Kunden sich für den Verso entscheiden, können wir nicht vorhersagen. Doch wer über einen Neukauf im C-Segment nachdenkt, bekommt mit dem Verso einen Minivan, der nicht nur gut, sondern sogar ein bisschen aufregend ist. So haben ihm die Toyota-Designer eine mutig, freche, sportliche, schon leicht aggressive neue Vorderansicht verpasst. Schicke Chromleisten, schmaler Kühlergrill und zackige Frontscheinwerfer unterscheiden sich doch angenehm vom Zweck- und Brav-Design vieler Wettbewerber. Doch sportlich aussehen ist das eine, sportlich fahren muss er ja deshalb noch lange nicht. Hier ist natürlich die Motorisierung entscheidend. Als Motorisierungen stehen ein 1,6 und ein 1,8 Liter Benziner mit 132 PS oder 147 PS sowie drei Dieselvarianten zur Auswahl. Wir sind mit dem 2,2 Liter D4 Diesel mit 150 PS auf Testfahrt. Als Steigerung gibt es noch einen 177 PS starken Dieselantrieb, der mit einer 6-Gang-Automatik lieferbar ist. Gut, die Fahrleistung drückt einen nun nicht in die Sitze, reicht aber für angenehmes Beschleunigen und Reisen völlig aus. Der Verso ist ja nun mal als sparsame Familienkutsche konzipiert und nicht als Sportwagen. Der Platz hinterm Steuer überrascht ebenfalls. Im Innenraum Nappa-Leder, Chrom und ebenfalls eine Verbesserung, sehr gute mehrfach verstellbare Sitze, bei denen man sofort das Gefühl hat, die passen. Die sehr weit in der Mitte positionierten Instrumente sorgen für freieren Blick nach vorne, wobei das schon recht gewöhnungsbedürftig ist. Muss nicht jedem gefallen, aber es fällt mit Sicherheit etwas aus dem üblichen Rahmen. Wir sind ehrlich überrascht, welche Qualität der neue kompakte Siebensitzer bietet. Dazu noch 32 verschiedene Umklappmöglichkeiten für die Sitze. Damit gibt's maximale Flexibilität bei der Nutzung des bis zu knapp 1700 Liter großen Laderaums. Der neue Verso rollt ab dem 13. April zu einem unveränderten Einstiegspreis von 21.150 Euro zum Händler. Die beliebteste Variante, der Verso Live, startet bei 23.550 Euro. Bei ihm sind ein paar nette Extras schon mit an Bord, wie eine Klimaautomatik, Tempomat, die Sitzheizung für die vorderen Plätze sowie das Multimedia-System mit Touchscreen samt Rückfahrkamera. Von daher, wer sich gerade mit dem Gedanken beschäftigt, ein praktisches Auto mit viel Platz zu kaufen, sollte diesen Toyota zumindest mit ausprobieren. Wir finden, er bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.